Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Heute erzähle ich euch etwas über die Fiti HiFi R2 Active Noise Cancelling Kopfhörer, ganz neu auf dem Markt zu einem echt guten Preis von 69 Euro. Ob das Ergebnis oder das, was man geliefert bekommt, auch echt gut ist, das erzähle ich euch jetzt. Und wir sprechen als allererstes mal über den Klang, denn der ist ja durchaus gar nicht mal so unwichtig und der ist sehr solide. Ich sag mal, nicht so schön und so definiert wie jetzt zum Beispiel hier bei den AirPods Pro. Da merkt man schon bei den Bässen und bei den Höhen, da könnte noch ein bisschen mehr Definition drin sein. Das könnte alles noch ein bisschen mehr Klangreichweite haben, aber sie haben einen guten Sound. Macht Spaß damit, Musik zu hören, Videos zu schauen, Serien, Filme, YouTube, you name it. Völlig egal, das hat alles gut geklappt und die Qualität ist sehr, sehr solide, die hier abgeliefert wird. Und was auch sehr, sehr solide ist, ist das Active Noise Cancelling. Wir kennen das ja von früher, ne? Das sind so günstigere, ich sag mal mittelpreisige Kopfhörer, eher Richtung günstig. Da war das Noise Cancelling oft nicht besonders gut, aber hier muss ich sagen, holla die Waldfee, gar nicht übel, echt gar nicht übel. Sie verfügen über drei verschiedene Modi, einmal der Transparenzmodus, dann Mild Noise Cancelling, also so ein bisschen leichtes Noise Cancelling und Strong Noise Cancelling. Und ganz ehrlich, ihr merkt hier einen deutlichen Unterschied. Ich habe die im Alltag getestet, bin da mit Bahn gefahren, bin in der Stadt rumgelaufen, an der Autobahn vorbeigelaufen, viel, viel Autobahnverkehr oder generell Autoverkehr. Und ja, die Teile machen euch wirklich ein sehr angenehmes Gefühl im Vergleich zu, wenn man das alles so ungefiltert an die Ohren ranlässt. Wobei, es kommt schon noch einiges durch, ne? Gerade so, ich sag mal, die hellen Töne, wie zum Beispiel Autos fahren an euch vorbei und es hat geregnet, die Straße ist nass, dann hört man dieses helle von den Autos oder von den Reifen schon ziemlich deutlich durch, aber die Geräusche werden schon deutlich runter reduziert. Nicht ganz so stark wie bei den AirPods Pro, aber die kommen schon relativ nah da dran. Ich würde mal sagen, so 80% von dem, was hier die deutlich teureren Apple-Kopfhörer abliefern können, könnt ihr hier mit den HiFi R2 eben auch erreichen. Also vom Noise Cancelling bin ich echt sehr positiv angetan. Gut brauchbar, gut nutzbar, auch für den Alltag, wo es mal etwas lauter wird. Lediglich der Transparenzmodus, der klingt irgendwie, ja, man hat nicht wirklich das Gefühl, keine Kopfhörer drin zu haben. Man hört die Umgebung besser, es klingt aber irgendwie künstlich und ja, nicht so besonders dolle. Also der Klang ist ordentlich, das Noise Cancelling echt, echt gut und brauchbar. Sprechen wir mal über das Design. Ich packe sie mal eben hier nochmal rein in das Case und wir schauen uns erstmal das Case an. Schön, ihr seht hier vorne eine kleine LED, die gibt euch immer eine Anzeige, wie ist der aktuelle Ladestatus. Es ist weiß, es ist schön abgerundet, wollte schon fast sagen eierförmig hinten drauf. Auf dem Scharnier steht nochmal HiFi R2, schön designt, unten USB-C-Anschluss zum flotten Aufladen. In 2 Stunden ist das Case hier nochmal voll und bietet euch dann kombiniert 25 Stunden Abspielzeit. Die einzelnen Kopfhörerchen hier, die haben voll aufgeladen eine Abspielzeit von bis zu 5 Stunden, immer etwas abhängig davon, wie laut ihr natürlich das Ganze macht. Aber 25 Stunden, das ist gut, das ist top, damit kann man echt gut leben. Ihr seht, es gibt hier durchaus ja, so einen kleinen Spalt, der ist hier ein bisschen breiter, hier vorne ein bisschen schmaler. Beim Auto würde man sagen, die Spaltmaße passen nicht hundertprozentig, und was mir aufgefallen ist, ich kann ja das so machen, das kann ich ja hier nicht, denn das Case schließt nicht magnetisch, sondern die Spannung kommt hier hinten vom Scharnier, was auch hier den kleinen Spalt erklären würde. Also das klappt schon schön zu, ne? Aber man kann auch mit ein bisschen Schwung klick die Klappe öffnen, aber keine Sorge, so leicht, wenn ich hier mal den Schütteltest mache, fallen die da nicht raus, die werden gut festgehalten. Also das Case gefällt mir, von der Größe her hier nochmal der Vergleich zu den AirPods, ist natürlich eine andere Form, aber es ist schon deutlich dicker und es macht euch eine deutlich größere Ausbeutung in der Hose, aber ist durchaus noch hosentaschentauglich. Fühlt sich auch ganz gut an. Also Design vom Case gefällt mir. Dann das Herausnehmen der Kopfhörer. Ja, irgendwie bin ich da nicht so ganz warm mit geworden. Auch wenn ich sie reintue, möchte ich das immer so machen. Irgendwie vom Gefühl her. Und dann muss ich sie immer noch mal so rumdrehen. Und gerade wenn man unterwegs ist, man ist am Laufen, ist das irgendwie auch beim Rausnehmen. Ich nehme den rechten raus, ne, so, das ist jetzt, ja, jammern auf hohem Niveau, aber ich will es euch erzählen. Ich nehme die raus, muss dann extra nochmal so drehen
und dann ins Ohr reinsetzen, statt einfach so rauszuholen und dann direkt einsetzen zu können, ist so ein kleiner extra Move, der schon mal, ich sag mal, wenn man im Stress ist, man ist unterwegs zur Bahn, macht alles im Gehen, im flotten Laufen, im, ja, im dichten Verkehr, dann ist das irgendwie störend und ich habe immer so ein bisschen Angst gehabt, dass die mir gleich aus den Händen flutschen, aber insgesamt kann man die hier gut rein- und rausnehmen, man muss sich eben nur ein bisschen dran gewöhnen. Die Kopfhörer selbst, ihr seht es vom Design, die sind schön klein und kompakt gehalten. Wir haben hier jeweils ein Mikrofon für das Noise Cancelling dran. Wir haben verschiedene Ohrstöpsel, auch hier Silikonohrstöpsel zum Auswechseln. Unterschiedliche Größen werden mitgeliefert. Das ist alles wunderbar und echt schön gemacht. Die sitzen auch ganz angenehm im Ohr, wobei ich bei mir gemerkt habe, nach längerem Tragen, ich sag mal so nach einer Stunde plus, habe ich so ein ganz leichtes Druckgefühl verspürt. Aber das ist natürlich eine sehr individuelle Geschichte. Der eine spürt es mehr, der andere eben weniger. Insgesamt sitzen die aber echt angenehm im Ohr drin und ich habe sie gerne getragen. Also designmäßig, ja, finde ich echt gut. Allerdings so ein bisschen das Case und die Platzierung hier, die finde ich noch persönlich verbesserungswürdig. Was aber nicht wirklich verbesserungswürdig ist, ich nehme sie jetzt hier mal raus, nehme mal hier mein iPhone flott zur Hand. Die verbinden sich prima, schnell, automatisch mit eurem iPhone und ihr habt hier eine Lautstärkeregelung dran. Das ist sowas von gut. Ich hoffe, ihr könnt das hier unten erkennen. Hier unten ist die Lautstärke. Ich tippe hier einmal drauf. Lautstärke geht hoch, geht hoch, geht hoch und auf der anderen Seite geht es runter, runter, runter und eben nur einmal tippen und ihr könnt wunderbar die Lautstärke hier anpassen. Das ist prima, das gefällt mir richtig gut, hat auch prima funktioniert. Natürlich gibt es auch Doppeltipp, Dreifachtipp, Vierfachtipp, Fünffachtipp-Funktionen für Play, Pause, Vor, Zurück und so weiter. Alles hier integriert und sogar super, super flexibel, denn es gibt noch eine extra App, jawohl, das ist die hier, die Fiti-App. Wenn ich die jetzt mal aufmache, ihr seht direkt die Ladung für die verschiedenen Kopfhörer für rechts und links, beide 100%. Ihr könnt hier die verschiedenen Modi wählen, nochmal Transparenzmodus, Mild Noise Cancelling oder Strong Noise Cancelling. Und hier bei Kontrollen kann man nochmal einstellen, was jetzt passiert, wenn man einen Tap macht, 2, 3, 5 oder gedrückt hält. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel wunderbar einstellen, zum Beispiel auf der rechten Seite Volume Up bei einem Tap. Ihr könnt das auch ändern auf Volume Down oder vorheriges oder nächstes Lied. Und so kann man hier alles echt cool aufeinander anpassen, so wie man es eben am liebsten hat. So viele Einstellmöglichkeiten, die findet man ganz, ganz ehrlich nicht besonders oft. Und ja, das Noise Cancelling, das müsst ihr nicht über die App ändern, sondern das geht hier durch gedrückt halten, wird hier durch die verschiedenen Modi durchgeschaltet. Also App, Funktionen, Steuerung finde ich auch wirklich, wirklich gut. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Fazit. Wie finde ich die denn für 69 Euro? Ich sag mal so, ich kann die euch echt empfehlen. Wer jetzt sagt, hier, oh, so AirPods Pro, ne, wird mir viel zu teuer das Ganze. Ich hätte aber gern sowas Ähnliches. Ja, hier, bitteschön, 69 Euro und du hast sowas Ähnliches. Vom Klang her, wie gesagt, nicht so schön definiert. In den Höhen und in den Bässen, da ist noch ein bisschen Potenzial da. Design ist schön, Handling ganz gut, auch wenn es hier von mir, meiner Seite, ein bisschen verbesserungswürdig ist, wie das hier eingelegt wird. Das Noise Cancelling, wirklich, wirklich brauchbar, macht euch Freude. Und ich könnte wirklich mir vorstellen, die als Daily Driver zu nutzen. Und das soll schon einiges heißen. Ich sitze jeden Tag in der Bahn und laufe jeden Tag durch eine sehr laute Stadt durch und ohne Noise Cancelling macht mir das nicht wirklich Spaß. Also die sind wirklich gut geraten, die Teile hier. Nicht perfekt, aber wer ist das schon? Für 69 Euro ist das hier ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die HiFi R2 gibt von mir einen Daumen hoch und einen leicht zur Seite, denn ein bisschen Luft nach oben ist ja noch. Also das wäre es gewesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ihr findet den Link zum Produkt hier unten in meiner Videobeschreibung. Es gibt aktuell, glaube ich, auch noch eine 30% Rabattaktion. Da sind die Dinger noch günstiger. Dann ist das eigentlich schon fast ein No-Brainer für den, der günstige Active Noise Cancelling Kopfhörer sucht. Ja, die sind gut. Das ist mein Versprechen an euch. Also das wäre es gewesen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.